So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp für euch. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen, es geht um das Made-Frost-Widerstand. Was ist das? Was kann man aber damit machen? Wo kann man das herstellen? Wo bekommt ihr alles her? Also, als erstes braucht ihr natürlich einen Kessel. Den habe ich für euch bereits schon erklärt. Einfach mal in der Playlist nachgucken, wie so weitere Dinge, die jetzt noch kommen werden. Ihr habt ja schon gemerkt, das Spiel baut halt wirklich aufeinander auf. Wo sind wir hier? Metmischung, Frostwiderstand. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür 10 Honig. Den Honig bekommt ihr von der Bienenkönigin, beziehungsweise von dem Bienenstock, den ihr selbst herstellt. Könnt ihr einfach mal in mein Honig-Farm-Video reingucken. Dann Distel bekommt ihr nur im Schwarzwald. Das sind diese leuchtenden Pflanzen. Den Blutsack bekommt ihr nur im Sumpfgebiet von diesen vergifteten Schlangen da, die im Wasser rumtouren. Und die Krautzwergenaugen bekommt ihr logischerweise von den Krautzwergen. So, das Ganze muss aber noch fermentiert werden. Was bedeutet fermentieren? Ihr müsst das Ganze hier herstellen, dann hier rüberbringen, quasi zum Gären bringen, wie das gute alte Bier. Dann müsst ihr, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie lange die Herstellung dauert. Ihr könnt das Ganze dann hier quasi abzapfen. Dann habt ihr das Ganze im Inventar. Und was könnt ihr dann machen? Ich guck mal gerade. Ah, nein, kann ich hier wieder weg? Hallo? Nee, ich würde keinen Text eingeben. Gut, meine Frau bringt mich nämlich um, wenn ich hier alles ändere. Hier haben wir das Ganze, schützt vor Kälte. Du bist vor Kälte geschützt, Schadensmultiplikator, Resistenz versus Eis. Bedeutet, ihr bekommt, sobald ihr im Gebirge seid, nicht mehr diesen Buff, wo ihr anfangt richtig zu frieren. Also wo man halt konstant Schaden bekommt. Wie ihr seht, ich war auch schon hier oben, habe das ganze Gebiet abgesucht. Ich wollte nämlich einen Wolf haben. Hatte dann auch einen gefunden, plus noch einen dunklen Wolf, weil Nacht wurde. Also war interessant, aber ich will euch da nichts vorwegnehmen. Guckt euch das Schneegebiet selber in aller Ruhe an. Ihr habt halt, wie gesagt, 10 Minuten Zeit, wenn ihr euch einen so einen Trank gönnt. Und dann könnt ihr halt 10 Minuten da rumlaufen, ohne auch nur den geringsten Schaden zu bekommen. Sollten Fragen sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Follow freuen, beziehungsweise meine Frau auch. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß jetzt auch im Schneegebiet und haut rein.